Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Once Human. Wir sind hier mit Mitsuko und ja, es geht in eine richtig spannende Mission. Sie ist das erste Mal selber draußen. Warte mal, hat die so Fußfesseln an? Das ist mir vorher ganz schön aufgefallen. Bietet die nicht ab? Ich hab's versucht, Babe. Ich hab's versucht. Ah, du bist trotzdem süß. So, also. Wir hören uns das nochmal an. Your determination to set things right gave me the courage to act. It wasn't easy to leave, but it was time to take back what they stole from me and to stop Mary from destroying us all with her insane plans. Mary and her evolutionists imprisoned me here. It was where they experimented on me, tortured me. I will never forget that. I'll do whatever I can to help. The rest is up to you. Sie will Rache, Leute. Sie will Rache. Und ja, also. Ich habe das jetzt nochmal abspielen lassen, einfach für die, die es vielleicht in der letzten Folge nicht gesehen haben. Und ja, wir legen jetzt hier einfach mal los, ne? Weiß nicht, ob die dann auch gleich erscheint. Wir werden es sehen. Geh drauf. Ja, sehr gut. Nice. Alles klar. Na dann. Ein bisschen ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Warte mal, ich habe gar keinen Screenshot von den ganzen Dingen hier, ne? Das sollen wir mal kurz machen. So. Von der Puppe zum Schmetterling. Ach, was? Egal. Ich lasse meine blöden Kommentare lieber. Du hast mich doch verraten. Do you seriously think you can stop me? How silly. If you manage to find me, I will give you one last chance. Give me the girl and join me. Before it's too late. But first, enjoy this little game I've prepared for you. All units, destroy the intruder. Will die mich verarschen? Die sagt, sie gibt mir noch eine Chance, dass ich ihr beitreten kann mit ihr zusammen hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Sie hätte mich gar nicht gefragt. Sie wollte mich doch direkt an so einen Mutantenvieh ausliefern. Dann denkt die wirklich, dass ich zu. Naja. Das sind immer typisch Bösewichte, ne? Nix da. Und der Samurai macht seinen Job nicht, wie immer. Naja, pack ich ihn wieder ein. Haben wir irgendwo. Oh, ja. Gibt es hier interessante Waren? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Warte mal, ich habe doch noch hier. Nein. Ja. Ein paar Drogen reinhauen. Alles klar. Wir gönnen uns die auch mal. Oh, was ist denn da hinten los? Der Samurai wieder, also manchmal check ich es nicht, ne? Da angreifen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe ihn rausgeholt. Er macht aber. Er ist nicht da. Er ist einfach nicht da. Wird gar nichts gemacht. Wenn der mal angreift, ist er ganz gut. Wenn halt, ne?
Alles klar. Warte mal, hab ich's gesammelt? Ja, damit. Warte mal, wir können jetzt einfach hier rein? Ja, aber was ist denn da hinten rum? Ist da was? Ne, ich denke nicht. Ich denke, da ist gar nichts. Aber ganz schön wenige Leute, ne? Dafür, dass das hier so ein wichtiges Ding ist. Müsste ich eigentlich auch Kontrolle hier über den Fahrstuhl haben? Würde eigentlich Sinn ergeben, ne? Naja. Please no smoking. Daran halte ich mich. Oh. Father, our friend here wants to witness this miracle with us. Won't you show them a little hospitality? Warum ist er unverwundbar? Was ist das für ein Vieh? Gibt's auf jeden Fall auch Loot. Würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Aber wie schaltet man dieses Vieh aus? Oh. Ja, super. Mann! Blödes Teil. Okay, sehr gut. Was ist denn da? Wer bist denn du? Auch ein Metamensch? Was ist denn das? Was hat er da auf dem Arm? Ist das sein Arm oder? Hä? Sind wir irgendwas? Achso. Ach, wir kommen gleich zu ihm sogar. Wir brauchen irgendeine Karte. Das ist Marys Vater. Das heißt, hier müssen wir erstmal nicht hin. Wie besiegen wir dieses Drecksvieh? Oh, warte mal. Das sage ich nicht, nein. Oh, geil. Oh. Nahkampf. Okay, nein. So, wir gehen erstmal hier rein. Kommt ja mich. Also der Samurai macht irgendwie gar nichts. Mein Samurai-Kollege. Heute geht die Party ab, Leute. Mr. Aim should be given a quiet, restrained welcome. My father has never been a fan of Grand Blaze. Oh, Mr. Ames has invested vast sums in this facility. And we must show him that his investment has not gone away. That we have something to show from our years of research. Oh, and tell him that the girl and that we have dissected the secrets of her sublimation. We have secured humanity itself by this monolith. Es geht immer noch nicht. Ich will ganz gerne den Loot haben, aber... Nee. All of what's left of humanity.
This is my gift to him. From daughter to father. Will ihren Vater verwandeln. Ich konnte mich gerade gar nicht so auf den Text konzentrieren. Ich habe jetzt nur so die Hälfte mitbekommen. Ja, warte mal. Was kommen wir denn da rein? Könnte ich. Achso. Bisschen risky, aber egal. Autsch. Ey. Ja, nimm. Mann. Ja, super. Na toll. Nicht gut. Das blöde Vieh. Ging echt nicht kaputt, ne? Nee. Wuppa. Geht's hier auch irgendwo rein? Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Nö. Komm. Jetzt mach mal was. Der macht gar nichts, ne? Oh, oh, oh. Receptor LD-081 displays strong survival instincts even in the test tube stage. It's already destroyed 5 sibling receptors and absorbed their remains. A process that seems to be very similar to the way a stardust-infected creature absorbs its original self. I've decided to give LD-081 the codename Mario. Once the incubation phase is complete, she will be given her own personal space and receive comprehensive training and instruction. She must be raised to know her purpose. Just as she devoured her sibling receptors, her purpose will be to seek out the strongest strains among the human race, absorb them, and in doing so, save the rest of humanity. We are also considering allowing her some contact with Mitsuko. They are close in age, but vastly different in temperament and talent. Allowing the two to meet may well lead to some interesting new findings. Okay. Wir haben alles, ne? Mann. Das Vieh ist weg, ne? Oh nein, da ist er. So, dann gehen wir mal zu Daddy-O. Wo ist sein Kopf rot? Umbringen? Den nicht umbringen, den Kollegen. Mann, ich will's eigentlich nicht. Aber er wartet noch auf seinen Tod, ne? Und wir knüppeln ihn. So, er war das Igel. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Kann man nichts mehr machen. Gut. Haben wir ihn erlöst. Der Kollege wurde erlöst. Gut, na dann, werde ich sagen, machen wir jetzt nochmal so eine Spritze rein. Das sieht mir aus, als ob wir jetzt gleich einen Bosskampf haben. Hier kriegen wir auch noch ein bisschen Kühlerkopf und so ein Zeugs.
Ich hole mir jetzt einfach ein paar Sachen rein. Was will ich ja sonst nie machen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, tut mir leid, Bro. Nichts Persönliches. Achso, ich dachte, das wäre so ein Raum. Also ich rate, die werden jetzt weggeballert. Mary? Ich dachte zwischen uns, das wäre was Ernstes. Succeed. Is that what you think? That this is a matter of you letting me succeed? With you standing here before me, my plan is already complete. What? The force of evolution is unstoppable. This time, humanity will reach a higher plane of existence than it has ever known before. But for that, humanity must yield. Okay. Including you. Nay, fly. Warum bewegt sie den Mund nicht mehr? Alter, wie sie extra noch da lang geht. Sie will mich trotzdem. Yield to the tide of evolution. Schaut euch das an, Leute, sie will mich. Or be crushed by it. Ich sag's ja, sie will mich, Leute, sie will mich. Da kann man mir sagen, was man will. Was heißt auf mich? Wow, wow, wow. Ja, dann lass mich rein da. Irgendwie noch Granaten oder so. Warte mal, Molly. Rauchbombe. Ach hier, Granaten, doch, ja. Ja, irgendwie ist er da hochgekommen. Hä? Hallo? Wir kämpfen. Was soll das? Das ist ein blödes Schild. Mann! Autsch. Oh, nervig. Nerviger Dude. Achso, hier bin ich fertig. Release verlassen. Untersuche die markierte Stelle.
Also wir müssen jetzt ganz sicher raus, ja? Nicht, dass ich hier jetzt rausgehe und alles von neu machen muss. Sie ist ja da durch. Ist ja echt... Ach, guck mal, hier ist auch ein bisschen Kram. Aber ich denke jetzt nicht, dass hier, sag mal, fetter Loot ist, oder? So, müssen wir ein bisschen umschauen. Ja, nur so ein bisschen Schrott. Ja, aber dafür, dass das hier so riesig ist, sind das ziemlich wenige Soldaten gewesen, muss ich gestehen. Aber gut, die beiden waren auch, ja, die waren schon gut dabei. Mitsuko hat mir einmal geholfen. Nicht mehr, nicht weniger. Autsch. Kann ich hier nicht aufmachen? Ich glaube, wir müssen echt raus, ne? Alles klar. Alles klar, verlassen. Keine dickere Belohnung? Suche die markierte Stelle. Wo ist denn das? Hier. Wir gehen erstmal ganz kurz in die Basis. Kurz mal den Schrott klein machen und so, ne? Ein bisschen gucken, ob wir uns vielleicht auch irgendwie auffrischen können. Ein bisschen die Nase pudern und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut. Ich hab Post. Von wem habe ich denn Post? Also, ja gut. Nichts zum Abholen. Alright. Wir könnten ja einmal ganz kurz... Wenn wir schon hier sind. Ein bisschen Kram verarbeiten lassen. Kann ja nie schaden. Alles klar. Dann, sehr schön. Wie sieht es mit Rüstung aus? Reparieren? So sehe ich das nicht, ne? Warte mal. Reparieren. Ja, sieht eigentlich noch okay aus. Oh ja. Sieht überhaupt nicht gut aus. Können wir leider nicht reparieren. Wir reparieren die mal, falls wir die wechseln müssen. Die muss ich eigentlich zerlegen, ne? Gut. Aber warte mal, wir haben doch eine neue Waffe bekommen. Baupläne. Ist die besser als meine? Ach, das ist eine. Ach so. Ist auch ein ganz anderes Modell. Ich weiß nicht, ob ich mir die herstellen soll, aber die Sniper gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich gestehen. Ich werde es so lassen. Gut, Sachen einlagern. Oder haben wir noch irgendwie Essen, was wir vielleicht mitnehmen sollten? Nee, ne? Nö. Wir lagern jetzt einfach den Kram ein und dann geht's wieder los, würde ich sagen. Warte mal, wir haben noch hier die. Soweit so gut. Warte mal, spritzen. Reicht das? Können ja auch ein paar hiervon direkt machen, ne? Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dass wir die uns auch reinbauen. Was haben wir hier? Warte mal. Verspannte Anlage, die verfügt aber LP von 2100. Da. Wenn wir was trinken, dann können wir das ja auch so machen. Die hauen wir uns noch rein. Sollen wir uns den hier auch reinhauen? Warte mal, 30% Leben. 10 Sekunden. Alles klar. Das sind die Premium-Dinger.
So. Gut. Ich würde sagen, Waffe und so ist alles in Ordnung. Oh, warte mal, vielleicht noch ein bisschen Muni. Muss jetzt nicht ultra viel sein, aber ein bisschen nochmal. Stahl, Gewehrmunition, Stahl. So, wir machen jetzt noch ein bisschen, dann, also, müssen wir mal schauen. Wir müssten hier hin. Was haben wir denn hier noch? Ruf der Evolution. Level ist was zugewuchert. Hä, was ist das hier? Hey, ich bin jetzt verwirrt. Warte mal, Mary-Mission? Wo verfolge ich denn das hier jetzt? Season-Ziele? Nein. Hä? Was Mary angerichtet hat. Ja, das hier müsste dann doch eigentlich sein, oder? Was ist das hier? Wir haben jetzt mehrere Missionen, weil ich bin irgendwie verwirrt. Was sollen wir denn jetzt als erstes machen? Ich würde sagen, Ruf der Evolution, oder? Das klingt irgendwie am sinnvollsten. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Let's go. Wir lassen uns einfach überraschen. Und gucken dann einfach mal, ne? Ich bin jetzt irgendwie verwirrt, welche Mission jetzt weitergeht. Weil wir haben jetzt noch mehrere Hauptmissionen irgendwie. Und die hängen ja trotzdem irgendwie ein bisschen miteinander zusammen, glaube ich, ne? Wir werden sehen. Einfach überraschen lassen. So. Das ist eine Holzleiter. Warum macht die? Egal. So. Trent. Warum schaust du immer in die Ecke rein? Dein Audio? Sind wir beide stumm? Tatsächlich. Gut, dann müssen wir einmal hier ein bisschen lesen, ne? Und ich gönne mir mal einen Schluck. Hab ich es einfach vergessen? Sorry, ich bin nicht der beste Vorleser. Ich habe jetzt gerade in Gedanken gelesen. Ich war gerade ein bisschen. Ist eines Mal Bände den Festungseroberung. Ich weiß nicht. Gehen wir als nächstes hier hin. Ja, da lang? Nee. Da. Warte, wir können ja einfach rüberspringen. Dann sparen wir uns vielleicht ein bisschen Zeit. Ah, da komme ich gar nicht rüber. Ups. So, let's go. Wow. Noch ein geiler Trick. Das würde ich gerne öfter können. Das war ziemlich cool. My name is Ted Holt. I'm the leader of the Union. You're Trent Palmieri, right? So long behind me. I don't care what you used to do. Oh,
Jetzt geht die Party ab, oder was? Oh. Was? Event? Ich komme nicht mehr auf mein Leben klar. Leute, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder.